18. Oktober 2023, 22 Uhr, Herr Strahlau, Sprecher der Polizei Berlin. Sie sind gerade im Einsatz mit der Polizei Berlin, vor allem in Neukölln. Was ist los? Was passiert gerade? Ja, die Polizei Berlin ist heute Abend und bis in die Nacht hinein mit vielen Einsatzkräften, vor allen Dingen in Neukölln im Bereich Hermannplatz, Sonnenallee, Donaustraße unterwegs, weil es dort viele Ansammlungen von Menschen gibt, aus denen heraus auch Straftaten und Ordnungswidrigkeiten begangen werden. Wir sind dabei, seit den frühen Abendstunden das konsequent zu ahnden, die Menschen anzusprechen, weil sie sich im Bereich von verbotenen Versammlungsräumen bewegen, sind dabei, Straftaten zu verhindern, Straftaten konsequent zu ahnden. Und noch immer zum jetzigen Zeitpunkt gibt es Menschen, die sich dort versammeln und auch Straftaten begehen. Sind diese Versammlungen verboten? Zwei Versammlungen heute konkret, die angezeigt waren. Einmal am Bereich Richardplatz, einmal vor einer Schule. Die sind beide verboten worden von der Versammlungsbehörde der Polizei Berlin. Diese Verbote sind durchgesetzt worden. Man hat die Leute konsequent angesprochen, man hat Platzverweise erteilt. Es gab dann viele Menschen, die den Verboten nicht gefolgt sind. Von denen haben wir die Personalien festgestellt, Ordnungswidrigkeiten, Verfahren eingeleitet, weil sie gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz verstoßen haben. Und in der weiteren Folge gab es jetzt in der Sonnenallee und in der näheren Umgebung an verschiedenen Ecken immer wieder größere Ansammlungen von Menschen, aus denen heraus Straftaten begangen wurden. Es sind ja Hindernisse errichtet worden auf Straßen, es sind Gegenstände in Brand gesetzt worden, es sind leider Gottes auch Einsatzkräfte verletzt worden durch unter anderem Stein- und Flaschenwürfe. Und momentan gibt es eben immer noch einige Menschen in diesem Bereich, die sich weiterhin dort aufhalten und ja, sozusagen auch abgearbeitet werden durch die Polizei, die diese konsequent anspricht und auffordert, nach Hause zu gehen. Warum sind denn die Versammlungen verboten worden? Die Versammlungen sind verboten worden, weil es eben Hinweise darauf gab, dass aus den Teilnehmenden heraus zu Straftaten kommen kann, zu volksverhetzenden, antisemitischen, verbalen Äußerungen, zu konkreter Gewalt. Und man bezieht da natürlich auch immer konkret Erfahrungen ein aus der Vergangenheit, Erkenntnisse, die es zu den Anmeldenden der Versammlungen gibt. Und das alles wird in eine Waagschale geworfen und am Ende geprüft im Einzelfall, ob es ein Verbot rechtfertigt. Und das war in diesen zwei Fällen, bei diesen zwei angemeldeten Versammlungen eben der Fall. Sind auch heute wieder Wasserwerfer im Einsatz? Der Wasserwerfer kam heute zum Einsatz, konkret vor allen Dingen, um brennende Gegenstände auch zu löschen, aber auch sozusagen, um präsent zu sein und den Menschen und den größeren Gruppen, aus denen heraus Straftaten begangen worden sind, auch zu verdeutlichen, wenn sie dies nicht unterlassen, dass sie dann auch durch den Einsatz von Wasser eben beregnet werden. Wie viele Polizeibeamte sind im Einsatz und wie viele Menschen sind Teilnehmer dieser verbotenen Ansammlung? Es gibt sehr viele Menschengruppen in den genannten Bereichen. Wie viele Einsatzkräfte heute konkret an diesem Abend und in der Nacht im Einsatzraum sind, kann ich Ihnen am heutigen Abend, am heutigen Tag aus einsatztaktischen Gründen nicht sagen. Vielen Dank für die Auskünfte und ich wünsche allen verletzten Polizeibeamten gute Besserung. Dankeschön und einen schönen Abend noch für Sie. Ihnen auch.